12. Januar. So. Und dann buchst du das ganz allein jetzt hier, ne? Ja, Gott, allein, just ganz allein. Na ja, bald hoch, ja. 83 Jahre jung ist sie, Stine Petersen. Eine Bauernrente bekommt sie nicht, weil sie ihr Land noch bewirtschaftet. Ja. Der Weg Raps und alles, ich meine, ich bin am 31. Mai, muss das, Termin ist Termin. Ja. Sonst kriegst du das nicht. Das 100 Mark per Hektar. Ja, aber du hast halt noch Ländereien oder so was, ne? Ja, 7.000 Hektar. 7.000 Hektar? Ja, ja. Und der, was macht der denn? Du musst du eben noch selbst bewirtschaften, oder? Ja, wenn die Alken, wenn die Okirs nicht für die Landwirtschaft geboren sind, ja, dann haben sie doch keine Lust so. Und ihr könnt euch wenn ihr Befehl los seid. Ich glück auf mein Land, wie liebe ich dich. Dir will ich alles geben. Ja. Und auch mit den Tieren. Ich bin mit dem Land und mit den Tieren verbunden. Ja. Wie Wind und das Meer. Wer noch so viel auf dem Zettel stehen hat wie sie, muss früh aus den Federn. Morgens um 5 Uhr beginnt ihr Tag. Ja, dann mag ich jetzt Wasser hier in die Kanne, dass ich durch die Wasser mitkriege in dieser Tief nur. Und dann trinke ich Kaffee und dann fahr los. Ja, ich nehme das Brot mit, für die Korrex sofort kriegen kann. Im Garten muss ich auch schon ein bisschen machen. Bis vor 20 Jahren bewirtschaftete sie den Hof noch mit ihrer Schwester zusammen. Sie zuständig für draußen, ihre Schwester fürs Haus. Zum Thema Männer hat sich Stine Petersen so ihre eigenen Gedanken gemacht. Kock in Druck! Was? Kock in Hemmold! Nee? Nein? Ganz im Allgemeinen, für Kock in Mann. Nee! Wozu? Ja, zum Arbeiten, zum Hören. Ja, zu arbeiten, Herr Mann hat. Ja. Ja, aber der Fuhl, was die versübt ja alles. Die versübt ja alles, das tut ja nichts. Die sind dauernd nur umbesoben. Die Rede ist von ihrem Gehilfen. Der hält es eben eher mit dem Schnaps als mit der Arbeit. Und so muss Stine Petersen doch alles alleine machen. Das wirft sie allerdings keinesfalls aus der Bahn, denn sie hat ja ihre Tiere, die ihr am meisten Freude bereiten. Und darüber vergisst sie auch schon einmal die Zeit. Nun ist ja noch Mai, oder habe ich die Mai hat? Mai hat, wer hat der Juni? Ersten Juni? Zweiten schon, und die Titel der Pirmats. Ja, ja, ja. Na ja, wenn man sich da wohl fühlt und das schreit, dann lass. Laut loben, ne? So, so. Ja, ja. Man muss zufrieden sein, ne? Einige Leute haben die Katz voll und sind nicht zufrieden. Glauben Sie das?